Huh, und da habe ich Marmor gefunden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. My Time at Posha. Ich suche gerade Marmor. Und hier bei den Stücken, die hinten sind, findet man manchmal welche. Und ich glaube, ich habe sogar... Ja, geil. Ich habe sogar genug Marmor, um eine Diele zu basteln. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles weg, was ich irgendwie kaputt kriege. Ja, und hier geht es sowieso nicht, ne? Ja. Gut. Klar, cool. Wir können jetzt quasi Marmor-Deal machen. Mache ich gleich auch. Einen Moment, ich gucke nochmal ganz kurz hier. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Marmor. Man hat lieber zu viel als zu wenig. Oh, ein bisschen Kupfer. Na gut, geht so. Was ist denn hier los? Ach, keine Ahnung. Ah, hier kann ich mich auf jeden Fall durchgraben später. Da ist eine Schatztruhe dahinter. Aber naja, Moment hat er nicht relevant für uns. Wir können auf jeden Fall jetzt eine Marmor-Diele herzaubern. Und das werden wir jetzt auch im Laufe der Folge tun. Genau das. So, nicht anders. Perfekt. Upsipu. Marmor-Dielen. Zum Spielen. So, wo konnte ich denn die jetzt hier machen? War denn das? Oh, Holzbrett ist fertig. Konnte ich hier die Marmor-Dielen machen? Ah, ging sogar. Ich brauche eh noch einen. Los geht's. Oh, und ich krieg sogar direkt den Marmor? Nee, die arbeitet erstmal, ne? Na, ja, das kriegt man in absehbarer Zeit hin. Ganz gut. Was haben wir denn jetzt noch? Ich sollte auf jeden Fall... Ah, Mann, ich bin gerade total verunsichert. Ich brauche ein Übungsschwert. Dafür brauche ich Hartholz. Für Hartholz brauche ich bestimmt eine Bronzeaxt. Dafür brauche ich Bronzebarren. Und für Bronzebarren brauche ich... Punkt, Punkt, Punkt. Kupfererz und Zinnerz. Machen wir mal 3 Stück. So, dann ist das jetzt hier in der Mache. Perfekt. Läuft doch ganz gut, ne? Muss man ein bisschen warten, aber ist okay. Die Frage ist, was mache ich in der Weile? Ich würde sagen, ich... Wie sieht mein Inventar aus? Na, ziemlich voll. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Dann machen wir mal so ein bisschen Kisten-Ein-Ort-Spiel-Spaß. Da geht die Folge schon mal gut los. Aber ich brauche halt ein bisschen Platz, ne? Ich mache mal 3 Kisten. So. Ich muss gucken, wie ich das alles irgendwie erstmal geordnet kriege. Das ist ganz schön schwierig. Das wird jetzt bestimmt einen Großteil der Folge einnehmen. Aber man muss halt eben langsam irgendwie vorankommen. Und Sachen einlagern ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels. So. Okay. Dann gehen wir mal erstmal ins Menü. Wo sind denn jetzt hier die Kisten hier? Die muss ich erstmal unten irgendwie auswählen. So. Ach ja, jetzt habe ich auch die ganzen Holzbretter fertig. Die kann ich dann auch gleich ausliefern. Schauen wir mal. Gut, dann platziere ich den ganzen Spaß jetzt hier einfach mal so nebeneinander. Ich stört ein bisschen, dass die Ladezeiten immer so lang sind. Also ich drücke und jetzt steht es erst. Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Dann mache ich jetzt hier die Holzkiste zum Beispiel für Material, sage ich mal. Lege ich jetzt einfach mal so fest. Da kommt jetzt... Baumharz rein, Steine, Holz, sowas hier und sowas und auch sowas. Ja, cool. Hier ist die organische Kiste, dann kommen jetzt hier wieder Kräuter und sowas rein. Dann mache ich vielleicht auch noch eine extra Kiste für Monster-Loot. Das hier zum Beispiel. Abgenutztes Fell, nehme ich mal als Monster-Loot, das. Honigwachs. Das kann man auch zum das Material nehmen. Nehme ich mal rüber. Ich muss hier mal so ein bisschen durchgucken, wie ich das alles am besten sortiere. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen undurchsichtig für euch, für mich auch, keine Sorge. Hier mache ich Fundsachen hin. Die Sachen, die ich so alte Reste, so wie Brillenglas oder sowas, was kein Schwanz eigentlich braucht. Kritischer Nahkampfschaden plus 100%. Handschuhe, aber noch etwas Schaden anrichten können. Okay. Dann würde ich sagen: Baumharz kommt raus, das kommt raus. Marmor kommt raus. So, diese ganzen Sachen hier: Sand auch. So, jetzt haben wir wirklich nur das Zeug rein, was man so als Reste findet. Was man irgendwie ausgräbt. Ist hier irgendwas dabei, was man... Warte mal, kann ich irgendwie sortieren? Ja, das kann ich. So, ist irgendwas hier dabei, was man einfach so an Müll findet, in Anführungszeichen? Oder sind das nur Materialien? Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Ich bin hier gerade am Ordnen, ja? So.
So, was war das denn nochmal? Das war die Monster-Loot. Nee, das war die Materialkiste. Okay. Kommt das rein, das rein, das. Kommt alles rein, was hier ist. Fast alles. So. So, Monster-Loot. Schleim. Tierknochen. Die Stacheln behalte ich erstmal. Abgenutztes Fell. Okay, nee, Honigwachs ist doof. Das nehme ich nicht als Monster-Loot. Das ist Material. Das tue ich wieder raus. Ich versuche das hier so ein bisschen mit System zu machen. Es ist nicht ideal. Das bin ich mir bewusst. Aber so für einen Anfang, dass ich mich irgendwie orientieren kann. Ihr versteht schon. So. Ich brauche aber jetzt auch die Holzbretter für die Quest. Okay. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir raus und gucken mal, wo wir nochmal die Holzbretter abgeben können. Zaun reparieren. Schauen wir gleich mal. Da widmen wir uns direkt mal unserer Aufgabe und können eventuell noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Ich gucke am besten mal auf die Karte. Da ist ja mal alles vermerkt. Na, lad schon. Warte mal, kann ich schon irgendwie... Ah, ich kann sogar einen Skillpunkt verteilen. Ja, Mann. Oh, das wollte ich nicht. Na, komm. Karte. So. Mein Zuhause. Hier bin ich. Verlassene Ruinen. Hier war das. Ich muss doch hier irgendwo Bretter abgeben. Nur wo? Wo kann ich denn... Komisch. Ist hier so Baumschule? Muss ich da was abgeben? Oder da? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo sind meine Missionen? Hier. Zu reparieren. Da brauche ein paar Holzbretter um den Zaun. Für die Baumschule. Okay, ich muss zur Baumschule. Alles klar. Gut, habe ich verstanden. Gehen wir direkt mal hin. Vielleicht finden wir... Oh mein Gott, das sieht voll gruselig aus da hinten. Warte, wo ist meine Maus? Da. So ein Auge ein bisschen, was so aus dem Fels rausguckt. Ich weiß es nicht. Warte mal. Am besten, ich setze da mal einfach einen Wegweiser hin, damit ich das besser finde. Einen Moment bitte. So, setzen wir das mal hier hin. Was habe ich denn jetzt bitte gedrückt? Oh, ich bin zu dumm für das Spiel. So, nochmal. Los, Karte. So. Okay. Dann auf zum blauen Punkt auf der Map. Ich heiß Karte. Oh Gott, ich gehe mir gerade selbst auf den Nerv. Es tut mir so unendlich leid. Okay, die Wege fühlen sich eigentlich immer total weit an, aber eigentlich ist ja doch ein, ja, alles recht nah aneinander. Wenn ich auf die Karte gucke, denke ich immer so, pff, da muss ich aber weit laufen. Aber eigentlich geht's. Ist alles okay. So, da steht jemand Wache irgendwie, ich weiß nicht. Poacher Tree Farm. Na gut. Hallo. Oh, danke. Die Baumschule wird im Nu wieder offen sein. Komm, Adi, an die Arbeit. Geil. Die Baumschule wird zurzeit gewartet. Bitte komm später wieder. Natürlich. Oh, das Leben hier im Poacher ist so gemütlich. Ich fühle es mit deinem Herzen. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Natürlich. Ja. Was sagst du? Oh, du bist auch neu in der Stadt. Ich bin vor kurzem erst hergezogen. Mein Name ist Adit. Hallo, Adit. Ich mag das Leben im Poacher wirklich sehr. Friedlich und entspannend. Das glaube ich dir. Alles gut. So, okay. Was haben wir denn hier noch an Quests? Geh mir durch. Gucken wir nach Quests. Los. Nach Quests. Joshua. Und habe ich wieder einen Skillpunkt? Nein. Oh yes. Mission. Ja, das können wir mal wieder hier draufschmeißen. Brücke. Nein, das noch nicht. Regenschirme sind wichtig. Genau. Ich muss dann noch hier die kleinen Killer-Seeigel irgendwie killen. Schauen wir mal. Ja, es ist schon relativ spät und meine Ausdauer ist auch ziemlich schlecht momentan. Ich würde sagen, mit meiner restlichen Energie achse ich hier noch ein bisschen was weg, damit ich noch ein bisschen an Holz zusammenkriege. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Und sonst, ja, gucke ich nochmal hier, was ich alles am Herstellen bin. Ich mache hier gerade ja Zinn und Kupferbahn fertig. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Diese besonderen Bahnen, womit ich mir eine bessere Axt machen kann, wo ich hoffentlich dann auch Hartholz rauskriege. Das wäre schon so ein kleines Träumchen von mir. Ich vermute es nur, ne? Ich spoilere mich ja nicht. Ich probiere hier einfach mal so ein bisschen wild rum. Vielleicht mache ich das ja alles auch total falsch und es gibt eigentlich noch so viel mehr zu entdecken und ich renne hier wie so ein Kleingeist rum und freue mich, weil ich hier ein paar kleine Bäume umknicken lasse. Kann alles sein, gut möglich. Ich weiß nicht, ich gebe mein Bestes. Ich nehme auch gerade relativ viel am Stück auf, muss ich zugeben.
Weil ich auch jetzt relativ viel auf Messen unterwegs bin und auch jetzt Urlaub habe und da relativ viel unterwegs sein möchte und demzufolge nicht zu Hause bin und aufnehmen kann. Von daher ist es mir jetzt wichtig, ein paar Folgen auch so auf Vorrat zu haben. Stimmt's, Remington? Ah, wir sind sozusagen eine Grenzstadt. Wenn du von hier aus nach Westen gehst, erreichst du ziemlich schnell die Peripherie. Manchmal kommen seltsame Monster den ganzen Weg von dort herüber. Wir müssen also immer auf der Hut sein. Dann sei mal immer auf der Hut. Na komm, scheiß drauf, nehmen wir auch noch mit. So. Gut, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas an meinen hergestellten Herstellungssachen fertig hergestellt wurde oder ob wir irgendwo wieder irgendwas auffüllen sollten. Schauen wir mal. Aha, aha, fertig geschlossen. Marmordiele. Jene Marmordiele wird jetzt in jenes Teil eingesetzt. Ups. So. Schauen wir mal hier. So. Setzen wir sie ein. Perfekt. So. Geil. Ja, habe ich doch. Habe ich. Ein Bronzerohr. Zwei Bronzerohre brauchen wir. Dafür brauchen wir höchstwahrscheinlich Bronze. Bronzerohr. Oh my goodness. Okay, cool. Zum Glück bin ich gerade eher am Bronzebarren herstellen. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich, weil ich dir eigentlich schon was anderes wollte. Aber ist okay, ich komme cool damit klar. Alles cool. Dann kommen wir immerhin schnell damit dann voran. Dann muss ich halt eben nochmal ein paar Bronzebarren machen. Nützt leider alles nichts. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt mich ins Bett legen. Eventuell vorher nochmal. Oh Gott, wo war jetzt hier nochmal? Meine Materialienkiste. Muss ich erstmal lernen, wo hier was ist. Hier, rein damit. Rein. Okay. Und jetzt ab ins Bett. Angeln sollte ich eventuell auch mal. Wäre auch mal eine Option, aber ich bin mit zu vielen anderen Sachen immer beschäftigt. Das ist voll schlimm. Okay. Dann steh mal auf. Neuer Tag, neues Glück. Los geht's. Guck mal, ob ich irgendwie Bronzerohre jetzt hier zurechtgebogen kriege. Das wäre doch ein kleines Träumchen. Von einem Schäumchen. Ich rede komisches Zeug. Okay, cool. Ja, fertig. Hat damit. Bronzerohr. Würde ich gerne. Ah, ich kann nur eins machen. Okay, ich brauche jetzt quasi. Ich habe eins, brauche zwei. Also muss ich jetzt vier Bronzebarren wiederherstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel machen kann. Ja, ganz cool, wenn das ginge. Ja, geht sogar. Alles klar. Aus Kupfer und Zinn. Nice. Gut, die Frage ist, wie es jetzt erstmal weitergeht. Dann würde ich vorschlagen, ich töte noch ein paar Seeigel. Ich meine, wir brauchen noch ganz viele Stacheln. Moment mal, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Haben wir noch irgendeine Mission mit Zeitbegrenzung? Ich glaube eigentlich nein. Nee. Ich gucke noch mal ganz kurz auf meinen Briefkasten. Vielleicht könnte da noch irgendwie was Neues für uns sein. Das darf ich auch nicht so vernachlässigen. Ich sollte vielleicht auch öfters mal auf den Kalender gucken. Weil ich denke mal, hier sind noch einige wichtige... Warum hältst du die in der Hand? Okay, der Briefkasten hat nichts bereit. Ich denke mal, hier sind nämlich auch hier und da mal wichtige Events, an denen ich eventuell ja, mal teilnehmen sollte. Aber ich ignoriere hier einfach mal gekonnt alles. Morgen ist der Tag der strahlenden Sonne. Da können wir hingehen. Ein feierlicher Tag. Zwischen 10 und 14 Uhr. Wäre doch was, wo wir dran teilnehmen könnten. Da können wir vielleicht so ein bisschen Freundschaftspunkte bei den Leuten sammeln. Ihr kennt mich da ja bei Harvest Moon und Story of Seasons. Ich bin da voll der soziale Typ im Videospielen. Und es würde mich ganz zufriedenstellen, wenn ich da ein paar Punkte sammle. So, aber erstmal töte ich hier ein buntes Lama. Ich weiß nicht wieso, aber das Lama möchte einfach sterben. Und tot. Geil. Das ist aber wenig Fleisch. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen mehr erwartet. Hm, was soll das? Dann muss ich gleich mal den Bundeslama Level 2 angreifen. Hoffentlich gibt es davon mehr. Dafür mehr. Für das Töten des Lamas mehr. Ihr wisst schon. So, das war auch enttäuschend. Das ist enttäuschend. Was ist das? Mach nicht diese, Lama. Mach nicht diese. Ich will mehr. Gib mir Zeug, Lama. Guck mal. Oh, Level 2 Lama. Weiter geht's. Oh ja, komm, schau dir. Eigentlich will ich die Seeigel töten, ne? Dann renne erstmal zu den ganzen Lamas. Das ist irgendwie voll schlimm. Aber ich muss hier meinen krassen Damage allen zeigen. Oh, ein buntes Fell, immerhin. Oh, Level 3 Lama. Das hat jetzt bestimmt voll den krassen Loot. Passt auf, Leute. Oh Mann, ich brauche eine richtige Waffe. Das tut schon fast weh, hier zuzusehen.
glaube, ich brauche den Handschuh. Da bringt bestimmt mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich schlage einfach mit dem... Oh, Tiercode! Yeah, wir haben die Scheiße aus ihm rausgekloppt. Sorry. Manchmal bin ich furchtbar, ich weiß. So, wir haben immer noch nur 25 Stacheln. Das ist gar nicht mal so gut. Mein Ziel ist es, vielleicht 10 von 20 Stacheln jetzt hier zu sammeln. Guck mal, der ist schon so ein kleiner Scheißer. Komm her, Level 7 Seeigel. Level 7 Hallo, was, habt ihr Angst? Hallo? Level, was ist das? Was bist du denn? Bist du ein Gegner? Kann man mit dir reden? Du bist ein Marienkäfer. Herr Marienkäfer, ach du liebe Scheiße. Ich möchte mich jetzt nicht mit Herr Marienkäfer anlegen. Das ist das Letzte, was ich jetzt möchte. Ich bin jetzt eher so im Seeigel-Game. Ja. Ich möchte 5 Seeigel-Stacheln, bitte. Oh, Level Up. Oh, Baby. Ich bin stärker geworden. Geil. Oh, ja. Noch einmal. Und... Ach. Oh, ja. Boah. Faserstoff. Nice. Was ist jetzt los? Ich glaube, das ist verbuggt. Oder er ploppt einfach so. Cool, wir haben Faserstoff gefunden. Nice. Nice. Der eine da schwebt hier weg. Der hat schon die Hosen voll. Die Hosen. Komm her. Ist halt so klein und flutschig. Das fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Ich möchte auf jeden Fall... Charakter, genau. Ja, meinen Angriff weiter erhöhen. Geil. Gut. Ich werde stärker. Weiter geht's. Warum greift sie nicht an? So. Ich habe gerade mal erst einen einzigen Stachel heute gesammelt. Das muss geändert werden. So, dann gehen wir mal zurück. Ich hoffe, dass dann hier ein paar von diesen Bronzebahnen dann fertig sind. Dann geht dann auf jeden Fall auch mal ein bisschen was voran. Das wäre ganz nice. Ha. Was haben wir denn hier so? Ich möchte eigentlich hier so ein paar. Da hinten sind sie. Die kleinen Scheißerchen. Kommt ruhig her. Oh, Level 6. Haha, du bist mein nächstes Victim. Oh, hoffentlich rennt hier nicht einer in meine Range gleich rein. Das war ziemlich ärgerlich. Du Level 7 Typ, du bleibst mal hier schön weg. Ich glaube, ich möchte gerade mit dem anderen, ne? Alles klar? Okay. Boah, wie viel Schaden ich gerade gemacht habe. 26. Das war richtig geil. So, okay. So, hier, jetzt bist du dran. Bleib hier. Nice. So, okay, noch zwei muss ich töten. Dann habe ich meine Soll für heute geschafft. Muss hier Stück für Stück passieren, ne? Also, ich will diese Quest auf keinen Fall vernachlässigen. So. Ich schau mal, dass ich vielleicht auch mal langsam mal so einen Pflanzenkasten mache. Das wäre eigentlich auch ganz nice. So, nehmen wir gleich mal den weiter. So, das ist jetzt der letzte für heute. Oh, verdammt. Ich habe hier, glaube ich, gerade ein Problem. Ich habe hier gerade ein Seeigel-Problem, würde ich mal sagen. Oh. Das ist nicht gut. Oh, die machen mich gerade fertig. Oh. Ich werde geseeigelt. Okay. Der eine, der fliegt mir hinterher. Glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, sie haben abgelassen. Gut. Dafür bist du jetzt dran. Komm her. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, ich bin Game Over. Laden. Nicht gut. Nicht gut. Yeah. Ist das aktuell? Ich weiß es nicht. Ich mach mal. Boah, Mann. Da muss ich jetzt bestimmt nochmal alles von vorne machen. Oh, so eine Scheiße. Ich wollte zu viel Seeigel. Es war einfach zu viel Seeigel für mich. Jetzt lädt das wieder. Das ist nicht gut. Ich sollte da mehr aufpassen. Das ärgert mich gerade mehr, als es sollte. Naja. Dubidubidu, warum lädt das so lang? Dubidubidu, warum lädt das so lang? Vielleicht hätte ich doch die PC-Version nehmen sollen. Die wäre vielleicht auch ein bisschen besser von der Störung gewesen. Aber ich dachte mir so, bei der Switch, da kannst du auch mal offscreen spielen, dich ins Bett legen oder wenn du zur Arbeit fährst oder so. Das wäre eigentlich ganz nice gewesen, aber irgendwie dachte ich so, ist besser, aber ich glaube, PC wäre eine bessere Variante gewesen. Zumal die PC-Version nur halb so viel gekostet hätte. Ah, naja, was? Noch ein Ladebildschirm? Dein Ernst? Also, habe ich jetzt gerade ernsthaft eine halbe Minute in den nächsten Ladebildschirm geladen? Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Folge jetzt ist. Ob es sinnvoll ist, die jetzt einfach zu beenden. Ich glaube, nein. Also so 10 Minuten würde ich eigentlich schon gerne noch machen. Verdammt! Wo werde ich jetzt hingebracht? Was passiert jetzt? Oh.
Ja, noch ein Bildschirm. Toll, danke. Spiel, machen wir schon fertig. Oh, geil. Ich muss wieder alle Stacheln von vorne sammeln. Yes. Das ist der Scheiß, auf den ich Bock hab. Oh mein Gott, das Spiel macht mich fertig. Okay, also merkt euch, Seestachel, Viecher, Seeigel sind böse. Gut, dann mache ich das ein andermal. Wisst ihr was? Scheiß auf die Quest. Ich habe kein Zeitlimit. Ich habe keinen Bock auf die Seeigel. Das mache ich dann, wenn ich eine bessere Waffe habe. Und dann hau ich die einfach alle mit einmal um, wenn ich dann voll krass bin. Und warum gibt es so viele Ladebildschirme? Was soll das? Ich hatte gerade zwei Ladebildschirme. Jetzt kommt noch einer. Das regt mich gerade ein bisschen auf. In Zukunft werde ich den Shit vermutlich einfach rausschneiden. Aber jetzt bin ich gerade schon so schön am Reden und mich drüber aufregen. Dann lasse ich es drin. Wo habe ich denn noch mal die Ladezeiten rausgeschnitten? Ich glaube bei Sims oder so. Das war ja auch mal super ätzend. So. Mach mal hier nochmal. Kupferrohr ein. Und jetzt habe ich einen über. Ich brauche vier Stück, glaube ich. Waren es vier? Ich glaube ja. So. Gut. Okay. Ich brauche aber auch noch ein paar Holzdielen, ne? Holz. Hartholzdiele. Holzbrett. Brauche ich Holzbrett? Ich weiß nicht. Brauche ich Holzbrett? Ich weiß es gerade gar nicht. Wartet mal. Ich will ja hier diesen kleinen Minigarten auch noch zusammenbasteln. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Kleiner Pflanzenkasten. Holzbrett, drei Stück. Den Rest habe ich. Ich brauche einfach nur drei Holzbretter. Nice, machen wir das mal. Drei Stück. Eins, zwei, drei. So. Sehr schön. Läuft. Okay. Und ich habe ja beschlossen, dass wir uns erstmal nicht um die Segel kümmern. Die lasse ich erstmal links liegen. Ich schaue einfach mal in die Gilde rein. Vielleicht kriege ich da irgendwelche Aufträge zusammen. Das wäre mal was Neues. Guck mal einfach mal. Stimmt's, Remington? Ich bin Remington. So. Commerce Guild. Schauen wir mal rein. Was lädt jetzt? Na, alles klar? Antoine? 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 Es ist erschöpfend. Ich könnte jederzeit einschlafen. Das kann ich. Das kann ich, Bro. So, was gibt's denn hier Neues? Zeig mal. D, 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 D. Ganz viele D-Aufträge. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Arzt. Belohnung. 5 Tage. Er braucht zwei kleine Stühle. Alles klar. Mach mal. Was brauchst du? Drei Stein, sechs Steinhorte. Sechs Steinhorte. Achso, ich kann nur einen gleichzeitig aufnehmen. Okay. Oh, und Higgins hat mir einen weggenommen. Higgins, du bist scheiße. Entschuldigung. Der gute alte Higgins. So, was war der denn nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, was er wollte. Kleine Stühle, zwei Stück. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie zwei kleine Stühle zusammengezimmert kriegen. Und einen Auftrag erfüllen bei dem gut aussehenden Arzt. Okay, hallo Remington. Brauchst bestimmt ganz viel Holz. Wenn die jetzt sagen, dass ich dafür Hartholz brauche, dann droppe ich offiziell meinen Controller und sage Bitch, weil ich noch nicht an Hartholz rankomme. Aber ich glaube, für kleine Stühle werden wir normales, weiches, sanftes Holz benötigen. Hoffe ich, denke ich, vermute ich. Ich weiß es nicht. So, hahaha, kann ich mir schon was nehmen? Nein, schade. Oh, aber eine Bronzerohr. Nice. So, kleine Stühle. Teetisch, Holzkiste, kleiner Stuhl. Holzbrett und abgenutztes Fell. Witzig. Abgenutztes Fell. Kommt her, ihr kleinen Lamas. Wisst ihr, ich wollte jetzt eigentlich den ganzen Combat-Shit vergessen. Aber jetzt kloppe ich doch wieder auf kleine wehrlose Tiere ein, weil ich halt eben so eine Arschgeige bin. Aber ich meine, es ist einfach. Oh, ich würde vielleicht das Ziel auch treffen. Das wäre der Niveau. Was macht denn. Was machst du denn? Ich glaube, ich muss später eh so auch so Ausweichrollen und sowas machen. Aber momentan reicht es mir, mich einfach davor zu stehen und Y zu smashen. Abgenutztes Fell. Läuft doch super. Ich brauche 6-mal abgenutztes Fell. Ich habe jetzt drei, also brauche ich nochmal drei Stück. Und dann noch ein paar Holzlatten-Dingsies. Und dann mache ich halt dann die Stühle fertig für diesen netten Arzt. Ja. Stirb! Abgenutztes Fell, yes. Das nehme ich auch noch an.
Ja, das klappe ich gegen bunte Lamas. Mir doch egal. Seeigel, was wollt ihr überhaupt von mir? Bunte Lama, das ist der Shit. Gut. So. Alles klar. Auch wieder Tier. Ich hab wieder die Scheiße aus ihm rausgeprügelt. Ich finde das lustig, wenn sie Tiercode droppen. Da weißt du, du hast alles richtig gemacht. Das ist wie. Kennt ihr noch Rune Factory Frontier, als ich das Let's Played habe? Da haben sie auch manchmal ja Tränen gekloppt. So, dass man quasi die Schmerztränen aus ihr rausgeprügelt hätte. So nach dem Motto. Und ich denke mir, nice! Ich bin so brutal. Ich prügel einfach die Schmerztränen aus allem raus. Und bei den Lamas ist es gerade vermutlich genauso. Und nicht, dass die Peter sich wieder hier einschaltet und dann mit mir schimpft. Weil ich hier Tiere quäle. Aber naja, passiert. So, alles klar. Jetzt bin ich stärker geworden. Nice. Mein Angriff ist unermesslich. Ich töte alles. Ich weiß nicht, ich bin gerade wieder voll auf Krawall. Voll cute. Okay. Ich glaube, das reicht erstmal. So, das reicht erstmal, denke ich. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen rumaxten, würde ich mal sagen. Ich brauche ohnehin noch ein bisschen Holz. Holz kann man, glaube ich, nie genug haben, gerade in dem Spiel hier. So. Holz und Pflanzenfasern, na gut. Boah, wie viele Pflanzenfasern ich einfach schon habe. Ich weiß gar nicht, wofür ich das überhaupt brauche. Aber gut, haben ist haben, ne? Kommt bestimmt dann für die ganze Stoffherstellung oder so. Ich weiß nicht. Irgendwelche Zellulose-Partikel-Dingsies für Stoff? Wird doch was. Guck mal, vielleicht kann ich auch selbst was schneiden und dann... Ich weiß nicht genau, wie das denn alles funktioniert am Ende. Warum leckt das Spiel gerade wie Sau? Ich dachte mir so, ja, wenn es für die Switch ist, dann ist das alles so ein bisschen optimierter vom System. Aber ich irre mich. Vielleicht hätte ich doch lieber einfach wirklich den PC, also das Spiel für den PC holen sollen. Naja, zu spät. Jetzt habe ich mir die Switch-Version geholt. Ja, na. Es ist schön, wie ich daneben schlage. Es macht mich gerade total begeistert. So. Es macht mich begeistert. Oh Gott. Okay. So. Und zack. Alles klar. Ja, wir haben jetzt wieder mal ein bisschen was an Holz. Das nehmen wir auch noch mit, wenn wir einmal dabei sind. Ein Holz bringt jetzt auch nicht so viel. Aber okay, egal. Und die Bäume hier, die bringen bestimmt alle Hartholz. Ich spüre es hart. So. Nice. Und hier auch noch. Oh, 14 mal Holz. Geil. Ich kriege einfach nicht genug. Ich bin so eine kleine Sammlerin. Okay, jetzt habe ich wieder ein paar Barren zusammen. Jetzt kann ich mir, glaube ich, noch ein Bronzerohr machen, ne? Genau. Perfekt. Hier, die Holzbretter sind fertig. Ich brauche aber nochmal Holzbretter. Auf jeden Fall. Ich weiß halt gar nicht, wie viele. Ich mache mal 6 Stück, würde ich mal sagen. So. Ich brauchte die Holzbretter eigentlich hierfür, oder? Nee. Die Bronzerohre. Wozu brauchte ich schon nochmal die ganzen Holzbretter? Ach, ich glaube. Nee. Wofür brauchte ich denn nochmal die Holzbretter? Hierfür? Nee. Hä? Ich klicke gerade bei meinem eigenen Shit nicht mehr durch. Das ist gerade voll schlimm. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch ein Bronzerohr. Und das arbeitet jetzt noch knapp eine Stunde. Und dann habe ich dann hier so ein Gerber-Ding fertig. Ein Gerbbrett. Genau. Muss jetzt hier noch quasi noch eine Dreiviertelstunde warten. Das ist sehr gut. Gut. Krieg mal hin. Dann zerhaue ich hier noch ein bisschen was, um die Zeit rumzukriegen. Schlag weiter, Baby. Huiuiuiui. Die Frames, ne? Das ist echt übel. Vielleicht durch ein paar Updates wird das noch ein bisschen optimiert oder so. Von der Entwicklung. Es gab auf jeden Fall schon Updates, die das performancemäßig besser gemacht haben, das Spiel. Ich vertraue den Entwicklungen, dass da noch etwas Luft nach oben ist. Schauen wir mal. Zum Glück habe ich ja Internet auf meiner Switch. Gut. Stunde müsste rum sein schon. Ich weiß gerade nicht. Dann komm schon. Gib her. Ja. Perfekt. Halt damit. So. Ist es da. So, Bronzerohr einsetzen. Yeah! Her damit. Nice. Okay. Setze ich jetzt hier mal daneben. Oh, da vorne ist ein fancy Boy. Sorry, ich sehe süße Boys. Da muss ich direkt mal hingehen. Der Gast. Du
Du bist der neue Handwerker, ich bin Gas. Ich würde lieben gerne mal auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen, aber ich bin sehr beschäftigt. Also, guten Tag. Was gibt's? Was gibt's? Okay, mehr gibt's nicht. Okay, alles klar. So, was kann ich jetzt hier an diesem tollen Brett also machen? Wir schauen gleich mal. Faserstoff. Kann ich sogar herstellen? Praktisch. Seil, Qualitätsleder, Leder, Faden, Fell. Ich kann Fell herstellen? Bitte was? Achso, aus abgenutztem Fell. Okay. Faden, Leder, Qualitätsleder, Stoff. Wüsste ich jetzt gerade noch nicht genau, was ich davon alles brauche, aber es ist schon mal gut zu haben. Alles klar. Dann müssen wir eigentlich soweit alles haben, was wir hier an wichtigen Sachen brauchen. Wenn ich es mal geschissen kriege. So, jetzt. Steinofen haben wir. Schleifmaschine haben wir. Einfache Schneidemaschine und einfache Textilmaschine haben wir. So, da würde ich sagen, wir machen mal hier weiter, ne? Was brauchen wir denn? Kupferrohr dreimal. Na, fangen wir mal an. Habe ich Kupfer? Ich habe keinen Kupferbahn. Muss ich warten, bis das hier fertig ist. Na gut, damit kann ich leben. Alles klar. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mich bei euch fürs Zusehen bedanken und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play It's My Time at Posha. Bis zum nächsten Mal. Bye.